Wir gehen erstmal zurück zur Kapelle. Das machen wir. Und setzen den Engelskopf ein. So, der passt sogar schon. Die anderen passen noch nicht so wirklich. Das passt eigentlich, glaube ich, oder? Das passt. Das glaube ich nicht. Nee. Oh Gott, das sieht ein bisschen aus, als wenn wir einen Exorzisten brauchen. Das passt jetzt. Das. Nee. Wo ist denn noch was mit einem Blatt drauf? Mit einem Fahnenrest. Haben wir da irgendwo was? Das passt noch nicht. Das passt jetzt, glaube ich. Sieht so aus. Da haben wir doch was. Aha. Die ist noch unzufrieden. Da passt was noch nicht so. Das... Nee, da ist ein Arm. Das geht nicht. Passt das jetzt? Guck mal, das ist vom Übergang. Aber wenn das ein Arm ist, ich kann das so schlecht erkennen. Passt sie vielleicht nicht? Ah. Oh, die passt auf jeden Fall nicht. Wo ist da so ein halber... Das sieht aus wie so ein Pokéball. Wo ist denn ja das Gegenstück? Das ist hier. Ah, guck mal. Nee. Irgendwas passt noch nicht so ganz. Wo habe ich denn hier wieder was Grünes? Die passt auch nicht. Das steht fest. Das passt jetzt. Das aber nicht. Das passt jetzt. Huch. Ah. Und jetzt? Irgendwas habe ich noch übersehen. Die beiden. Siehste, das war's. Okidoki, wir dürfen in die Kapelle. Und... Es muss Weihnachten sein. Wir haben ein Wimmelbild. Erst gucken wir uns aber das an. Einige Reliefteile fehlen. Ich habe noch nicht alle, mir fehlt noch eins. 4 Fragmente fehlen. Bekommen wir als Hinweis auch nochmal. Ich besitze noch nicht alle Teile. Ja, das stimmt wohl. Aber ich könnte wetten, wir finden das verbleibende Stückchen hier drin. Such Spaß. Ja, definitiv. Wir stürzen uns rein. Was suchen wir denn? Gebetskerzen, Brettspiel, Schlüssel, Weinglas habe ich schon gesehen aus dem Augenwinkel. Das ist die Flasche. Hier? Nee, das ist ein Kelch eher. Teesieb, Stern, Pfeife, Feder. Die Feder ist hier. Die Taschenlampe. Übrigens, wie immer gilt, ihr dürft gerne schon mitsuchen. Und wenn ich dann mal nicht weiterkomme, werde ich dann auf eure Tipps schauen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich erst gerne alleine versuche, immer die Sachen zu finden. Aber das dürfte kein Problem sein, weil ich immer irgendwas nicht finde, eigentlich in jedem Bild. 1 oder 2 Gegenstände. Von daher, glaube ich, ist es so gar nicht so schlecht. Ein Brettspiel. Wahrscheinlich auf dem Tisch. Nee, da. Seidene Stola. Was ist denn nochmal eine Stola? Das war der erste von 2 Schuhen. Glühbirnen. Eine. Da. Stern. Pfeife. Nee, das ist so ein Kerzenlöschding. Wein. Da ist das Weinglas. Das ist so offensichtlich und doch verschmilzt es so mit dem ganzen Dingens hier. Mit dem ganzen Wimmelbild. Noch ein Schuh. Der ist hier. Ein Schlüssel. Ach du gute Güte. Das kann jetzt interessant werden. Ach, das war die
Stola oder Stola. Okay, so ein Tuch. Ach so, stimmt, ja, sowas war das. Ein Stern suchen. Wer kann auch wieder viel sein, ein Symbol oder vielleicht wirklich irgendwie so eine Skulptur. Ach, da. Siehst du mal. Die Pfeife. Die Pfeife. Gebetskerzen hier wahrscheinlich. Nee. Das? Nee. Das? Nee. Hier? Nein. Ist denn hier eine Gebetskerze? Hier? Nee. Hier sind 1000 Kerzen, aber nichts ist eine Gebetskerze. Hm. Ein Teesieb hier? Siehst du mal. Pfeife? Nee. Kann auch wieder alles sein. So eine Pfeife zum Rauchen. Oder doch was anderes. Ihr dürft gerne mal nach dem... Ach, da ist der Schlüssel. Da. Aber die Pfeife... Wir können jetzt mal zusammen nach der... Ach, da ist die Gebetskerze. Okay. Links von der... geradigen Taschenlampe die Kerze. Links von der Taschenlampe die Kerze. Taschenlampe? Wo war denn die? Ach so, die Kerze haben wir schon. Okay. Gut, dankeschön. Die Pfeife, die... fehlt noch. Wo ist die Pfeife? War nicht schlimm. Alles gut. Das ist auch so eine flache Flasche. Hm. Ein Stift haben wir. Aber keine Pfeife. Das hier habe ich schon ein paar Mal angeklickt, aber das ist, weiß ich nicht, was es ist. Hm. Seht ihr sie? Mal aufmerksam gucken. Kann ich das aufmachen? Nee, sonst wäre es ja auch blau markiert. Ein Hammer. Alles außer einer Pfeife. Gefühlt. Hm. Ich finde sie wirklich nicht. Aber so schnell werden wir die Flinte natürlich noch nicht ins Korn werfen. Es ist bestimmt hier im Dunkeln irgendwie. Oder es ist so mit dem Schirmgestell hier verschmolzen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das irgendwie gemacht haben. Aber nee. Ich sehe nichts. Und da oben auch nicht. Hm. Ich will den Tipp nicht benutzen. Das komische Ding zwischen Glas und Fahrrad. Meinst du das hier? Nee, das ist ein... Das ist leider wohl irgendein Kerzenständer. Hier oben, das könnte eine Zigarre sein oder so, aber... keine Pfeife. Direkt unter dem Fahrrad. Hier meinst du? Oder hier? Direkt unter dem Fahrrad. Also das hier ist wohl ein Kerzenständer. Und das ist eine Blume. Ich glaube nicht, dass du das meinst. Die kann auch wieder so viele unterschiedliche Größen und Formen haben. Es gibt so ganz kleine Dinger und dann ganz große.
Du hast sie. Ja, dann verrat mir wo. Hinter dem Schirm an der Wand. 100%ig. Okay, danke schön. Hinter dem Schirm an der Wand. Na, jetzt habe ich meine Klickstrafe bekommen. Hinter dem Schirm an der Wand. Tiefe? Da? Nee. Das ist sie nicht, falls du das gemeint hast. Ich habe ja gesagt, irgendwas lassen die mit dem Schirmgestell verschmelzen. Hier, nee, das ist auch Gestell. War ich schon richtig oder habe ich mich verklickt? Da ist die. Wo denn? Ich sehe es nicht. Moment. Ich war schon drauf. Meinst du, ich bin vorbei oder ich war schon, hab schon drauf geklickt und es ging nicht? Frustrierend. Aber das gehört eben auch dazu. Manchmal sucht man ewig lang nach einem Gegenstand und findet ihn dann an einer ganz blöden Stelle. Links neben dem Stiel vom Schirm. Neben dem Stiel. An dieser Tapete. Okay. Ich warte mal ganz kurz, bis meine Klickstrafe hier wieder weg ist. Ach du gute Güte. Oh, das war auch echt. Okay. Vielen Dank, NT-Gamer, für den Tipp. Meine Güte, das war auch gut versteckt, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Haben wir sonst noch irgendwas? Ah, guck mal. Interessant. Der Fußboden wurde geflickt. Ich darf... Brauche wohl ein Beil oder eine Axt oder sowas. Predigen darf ich nicht. Hier bin ich fertig. Hier auch. Ich bin schon ganz... gespannt, was wir jetzt so im Keller finden werden, den wir ja jetzt wahrscheinlich beleuchten können. Ah, He couldn't. He isn't dead, is he? Mach hier mal die Sicherung wieder rein. Da ist sie. Mord oder Selbstmord? Darf ich das nehmen? Da schwimmt ein Korken im Wasser. Doch er ist zu weit weg. Brauchen wir eine Angel oder was? Ohne ein Seil nicht zu viel nütze. Also wir brauchen ein Seil auf jeden Fall. Für mehrere Sachen mittlerweile. Schlaftabletten. Ach du Schande. Okay, der Gute hat sich wohl umgebracht. Oder wurde umgebracht und er hat was. Ich kann es nicht länger ertragen. Ich war blind. Wie all die anderen. Ich sehe ihre Gesichter. Unablässig. Sie kommen aus der Dunkelheit. Sie schreien und schreien. Und ich sehe das Mädchen unter ihnen. Ich hätte helfen können. Thomas Walker. 10. Oktober 2011. Ups, nein. Pardon. Im Notizbuch hat sich was ergeben. Wo waren wir? Das haben wir schon. Das haben wir nun. Haben wir das schon gelesen? Egal, jemand ist gerade in mein Zimmer eingebrochen, während ich da war. Es tat so, als sei ich überhaupt nicht anwesend. Jede seiner Bewegungen war so automatisch, fast wie eine Marionette. Und diese Augen, so leer, so unheimlich. Ivy Schmidt, willkommen, guten Abend. Er hat lediglich einen Gegenstand von der Kommode genommen. Eine Art Dolch in einer Plastiktüte. Das muss ein Beweisstück gewesen sein. Doch ein Beweis wofür? Ein wichtiges Beweisstück? Siehst du, habe ich ja gesagt, jetzt habe ich gar nicht so schnell gesehen, was das genau war, was der Typ uns geklaut hat. Der war so schnell verschwunden. Im Keller liegt eine Leiche und ein Abschiedsbrief. Warum würde er sich umbringen wollen? Fühlt er sich schuldig? Warum? Okay. Gut, die Aufgaben sind dieselben. Der Bewusstlose hilft dem bewusstlosen jungen Mann. Da dürfen wir nochmal wimmeln tatsächlich. Ihr Lieben, wir müssen nochmal ran.
Das ging schnell. Eine Cäsarbüste haben wir besuchen, aber Kaktus, Fußball, Fliege, Schiff, Besen, Pilz, Beil. Ah, ein Beil dürfen wir hoffentlich behalten. Dann dürften wir wahrscheinlich gleich den Fußboden aufhacken. Ein Ankh-Kreuz. Ein Ankh. Wisst ihr, wie es aussieht? Ich weiß zum Glück, wie es aussieht. Nee, das ist kein Ankh. Da ist ein Schlüssel, aber wir suchen keinen. Kaktus, Schere, Besen. Besen, suchen wir erstmal einen Besen. Groß, klein, da. Irgendwas, ich habe einfach da hingeklickt, weil da ganz viele Stiele waren. Also habe ich da mal hingeklickt. Wir suchen einen Pilz noch. Sollte auch nicht zu schwer werden. Ja, der sticht hervor. Heraus. Eine Fliege kann auch ein Insekt sein oder zum Anziehen. Ich gehe mal davon aus, eine zum Anziehen, weil eine Fliege hier zu finden ist vielleicht ein bisschen brutal. Eine Schneeflocke suchen wir da hier. Ach guck mal, komm, das hätte doch locker eine Schneeflocke sein können. Ankh, Schere, Kaktus, Fußball. Das ist irgendwie ein Basketball, schätze ich mal. Aber einen Fußball brauchen wir. Was ist denn hier ein Fußball? Wohl irgendwo drauf, schätze ich. Gehe ich mal davon aus. So, Kaktus ganz rechts Mitte. Ah, danke, klar. Fußball, Schere, Schiff. Das Schiff ist hier natürlich. Die Fliege. Die Schneeflocke ist hier. Wir müssen nichts aufmachen schon wieder. Fliege, Beil, Sieg. Ein Sieg. Der Lorbeerkranz? Nee. Was ist denn Sieg? Auf Englisch, Victory. Was könnte denn Victory noch sein? Und wo soll hier ein Fußball sein? Ach, da. So, Schere. Wir können davon ausgehen, dass Sieg falsch übersetzt ist. Wobei, hier? Nee. Ach, guck mal, das haben die als Sieg gedeutet. Okay. Das war jetzt irgendwie mehr... War ein Peace? Keine Ahnung. Ach, da ist das Ankh. Ganz auf dem Präsentierteller. Handschuhe. Habe ich auch schon gesehen. Einmal. Ich habe sie schon gesehen. Das ist unfassbar. Da. Und noch irgendwo. Und hier. Boxhandschuhe. Zwei verschiedene. Die Fliege fehlt weiterhin. Ich dachte mir, die wäre hier. Eine Schere, die wird hier sein. Die Schere. Die haben eine Fliegenklatsche. Aber die ist leider nicht gemeint. Da ist die Fliege. Schere, Beil. Das Beil. Da ist das Beil. Fehlt nur noch die Schere. Da ist die Schere. Und damit sind wir durch. Und wir durften tatsächlich das Beil behalten. Das wird uns sehr hilfreich sein. Da wir jetzt... Ach Quatsch, wir dürfen hier das hier jetzt wahrscheinlich... Ach Quatsch, ich war ja in der Kapelle. Danke, NT-Gamer, für den Hinweis. So, hier dürfen wir jetzt wahrscheinlich ran. Uff, das wird nichts. Ein schweres Werkzeug oder etwas, um die Bretter hochzuheben. Hochzuhebeln wäre gut. Okay. Aber wir dürfen höchstwahrscheinlich die Tür im Badezimmer aufhacken. Das geht auf jeden Fall. Komm. Jawohl, ja. So. Bams. Und da ist sie weg. Rein da, ins Badezimmer. Sie fallen vielleicht noch nicht mehr heraus. Doch schon mal von einer Wasserwaage gehört. Das stimmt. Der Spiegel muss bei dem Sturm runtergefallen sein. Ich brauche vermutlich noch eine Seife, um diese Seife abzuwaschen. Was für eine Ironie. Ach so. Ja. Io.
Das könnte auch mal irgendwie eine Putzfrau vertragen. Ja, was haben wir hier? Ein Dichtungsring? Ein O-Dichtring tatsächlich. Eine Tasse haben wir. Der Griff für das kalte Wasser fehlt. Den haben wir doch. Zufällig. So, kann ich mehr sprechen. Alles funktioniert doch. Es fließt kein Wasser durch die Rohre. So ein Mist aber auch. Müssen wir erst noch hier Klempner spielen oder was auch immer. Oder Sanitärinstallateur. Wir haben ein Tuch gefunden. Schmutziger Lappen. Zumindest gibt es hier etwas, das nicht so aussieht, als sei es 50 Jahre alt. Na, wobei, ob Klopapier sich jetzt in den letzten 50 Jahren so verändert hat, sei mal dahingestellt. Das ist das Waschbecken. Ich dachte, es wäre was Eigenes. Dann können wir hier wohl rausgucken. Ah, jetzt kommen wir an die Tasche ran. Das ist zu weit weg. Komm, Kind, stell dich nicht so an. Dürfen wir den Lappen irgendwie als... Nee, Hilfe benutzen? Natürlich nicht. Das dürfen wir auch nicht zur Seite heben, den Duschvorhang. Sehr gerne, NT-Gamer. Danke, dass ihr dabei seid. Da dürfen wir reingucken, ist aber nichts drin. Doch, tatsächlich, wir dürfen die Rohre wohl reparieren. Eine Dichtung fehlt, die haben wir doch. Ah, jetzt darf ich das hier zusammenbauen. Da ist zum Glück eine Anleitung. Zwei Verschlüsse, zwei Ringe, zwei Dichtungen und das Ersatzrohr. Ach du meine Güte. Okay. Warte mal, haben wir überhaupt zwei von den Teilen? Fehlt da nicht was? Ah ne, das ist schon dran. Dann zwei. Das hier, die beiden O-Dichtungen. Und das. Richtig? Sieht so aus. Nee, den haben wir vergessen. Das ist undicht. Dies muss das Teil sein, das ersetzt werden muss. Warte mal. Ah, ich muss zusammenbauen noch. Aber jetzt scheint es zu passen. Nicht nötig. Dies ist bereits offen. Dies jetzt auch. Und jetzt haben wir hier fließend Wasser hoffentlich. Das ist locker. Das Ventilgewinde muss wohl beschädigt sein. Wenigstens kaltes haben wir scheinbar. Kaltes, erfrischendes Wasser. Wir wissen noch nicht, wofür wir es brauchen, aber ich würde sagen, wir dürfen das höchstwahrscheinlich abfüllen. Ja, tatsächlich. Sehr gut, du hast etwas Nützliches gefunden. Eine Tasse mit Wasser. Ach, dürfen wir das jetzt dem Bewusstlosen auf den Kopf kippen? Ein bisschen unhöflich, aber hoffentlich effektiv. Tatsache. Er kommt zu sich, wir dürfen mit ihm sprechen. Detective, it's you. You're still... Thank God. Oh. Oh. I'm wounded. I don't have much time. Listen, the truth is not what it seems. Take the bag I tried to give you. These old files will make you understand. Don't waste time on me. You have to rescue Kate before it's too late and save yourself. Oh, no, not again. I have to go. He's calling. Zum Glück überhaupt nicht unheimlich. Wir wissen jetzt mit ziemlicher Sicherheit. I have to go. He's calling. Wir wissen jetzt mit ziemlicher Sicherheit. I have dass to es, go. Ja, ist gut. Klappe, Ding. So, wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass es hier eine böse Macht gibt, die Menschen hier zu Zombies macht. Tobi, guten Abend. Ein Spieltyp als Shooter, Horror oder Adventure? Nein, das hier ist ein Wimmelbildspiel und zwar ein recht düsteres, in dem es darum geht, dass wir ein Detective sind, die ein verschwundenes Mädchen zurückbringen soll und dabei hier gelandet ist in Maple Creek, einer Stadt, die von einer bösen Macht beherrscht wird, die die Menschen versklavt, so wie den hier, der jetzt gezwungen ist, seinem Meister zu folgen. Nur wer dieser Meister ist, ist die Frage. I have to go. He's calling. Was ist mit ihm passiert? Das ist eine außerordentlich gute Frage und wir dürfen dieses Wimmelspiel nochmal machen. Das gibt es allerdings, dass man manche Wimmelbilder zweimal spielen darf mit verschiedenen Gegenständen, Gegenstandslisten, versteht sich. Wir dürfen jetzt finden Billard. Q.
Okay. Das war die Gießkanne. Tennisball. Da. Sperling. Ein Vogel suchen wir. Ist denn hier ein Sperling? Da. Sonne. Ich dachte, es wäre Mond vielleicht. Nee. Sonne und Mond fehlen. Da ist die Sonne. Die Katze ist hier. Der BH ist hier. Diesmal dürfen wir den BH mitnehmen. Die Kette ist hier. Den Mond suchen wir des... Nee. Mond, Mond, Mond. Auf der Unterhose vielleicht drauf. Nein. Billard Q, der Stab, steht am umgefallenen Draht. Ach, danke schön. Danke für den Hinweis. Hier? Nee. Da. Kopftuch. Schlange. Da. Rollschuh auch schon gesehen. Da. Kopftuch. Wo kann noch ein Kopf? Da. Mond. Nur der Mond fehlt noch. Der ist wohl auch irgendwo drauf. Ich dachte, das wäre der Mond, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Der Mond ist auch nirgendwo drin oder sowas. Den übersehen wir nur. Schade. Ich war sicher, das wäre er, aber dem ist wie gesagt nicht so. Da ist er doch. Ja, siehste. Ah, der war auch nicht so offensichtlich. Wir durften den Billardstab behalten. Das ist ja auch interessant. Ah, vielleicht dürfen wir mit dem in der Kapelle das jetzt aufhebeln. Ich benötige was anderes. Das gehört hier nicht hin. Danke. War ein Versuch wert. Schade auch. Raus hier. Hallo? Hallo? Nö, ich darf nicht mehr raus. Hilfe? Ich habe Angst. Ich darf nichts mehr anklicken. Doch, jetzt darf ich wieder. Jetzt geht's wieder. Eben gerade ging es eine Zeit lang nicht. Danke für den Hinweis, NT-Gamer. Ah, mit dem Billardstab darf ich jetzt... Nee, den Turm reparieren habe ich auch erst eine Sekunde dran gedacht, aber nee, das geht nicht. Ich glaube, ich darf jetzt die Tasche da runterholen damit. Ah, siehste? Oh, so ein Mist. Well, if that wasn't an ill-timed gust of wind. Das stimmt, da hat er ausnahmsweise mal recht, das war eine ungünstige Böe. Sind das hier die Blätter? Now. Nö. No, you were wrong. You're still in great danger. He murdered them all. Can you imagine? But it's not over yet. Here, take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Die Tasche und der Billardstab. Ja, habe ich auch sofort dran gedacht und hat sich auch bewahrheitet. Danke für den Hinweis. Gut mitgedacht. Wo waren wir? Detective Hamiltons Fall. Die Nachricht meines Chefs nachzuurteilen, verschwand im Sommer 1980 in Maple Creek ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton, als er das Verschwinden einer Frau untersuchte. Vermisst. Und er auch, der Detective Hamilton. Eine Welle von Vermissten. Der verwundete Mann erwähnte eine Tasche, die er mir zuvor geben wollte. Ich weiß nicht, was er meinte, doch er sagte, der Inhalt der Tasche würde alles erklären. Nimm die Tasche, dann verstehst du, hat er gesagt. Ich erinnere mich. Sie hielt sie in der Hand, als wir uns unterhielten. Ich muss herausfinden, was in dieser Tasche ist. Was enthält sie? Finde ich noch mehr? Vom Wind verstreut. Ich fand die Tasche mit alten Fallordnern drin. Leider hat der Wind sie fast alle zerstreut. Worüber geben sie in mir Aufschluss?
Vielleicht kann ich einige Akten finden. Ich hoffe doch sehr. Der Verletzte. Ein Mann ist auf der Straße aufgetaucht. Er ist verletzt. Vielleicht kann ich ihm helfen. Ich erinnere mich, wir sprachen vor kurzem miteinander. Worüber sprachen wir? Wenn ich ihn nur wieder zur Besinnung bringen könnte. Der Mann ist wieder zu Bewusstsein gekommen. Er warnte mich vor einer namenlosen Gefahr und sprach von Kate. Leute, Kate und dich selbst. Er kennt sie. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass die Sachen in meinem Notizbuch nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Finde ich ein bisschen seltsam. Das ist blöd, muss ich sagen, weil hier war er schon wieder bei Bewusstsein und hat schon von der Tasche geredet. Hier wussten wir schon von der Tasche und hier war er dann plötzlich nicht mehr bei Bewusstsein auf der nächsten Seite. Das finde ich ein bisschen blöd. Falsches Spiel, ja. Aber ihr könnt mich trotzdem adden, wenn ihr wollt. So. Dann plötzlich veränderte er sich, als ob er von irgendeiner äußeren Kraft kontrolliert würde. Ich muss gehen. Er ruft mich. Wer ruft dich? Und seine Augen, genau wie die des Mannes, der den Dolch stahl. Dieselben leuchtenden Augen haben die beiden gehabt. Jaja, beide wurden von einer finsteren Macht beherrscht. Ich sag ja, wir kommen der Teufelssekte Stück für Stück näher. Balu, hi Phoebe, ich hab dich übersehen, es tut mir leid, ich war gerade so in das Spiel vertieft. So, wie geht's nun weiter? Schmutziger Lappen, was dürfen wir aufwischen? Warum habe ich das Dingens wieder? Das habe ich doch schon eingesetzt.